Ihr sucht einen neuen Messenger zum Chatten? Wir haben 5 WhatsApp-Alternativen für euch. Threema ist die wohl bekannteste WhatsApp-Alternative. Sie bietet nativ eine End-to-End-Verschlüsselung und möchte von euch weder Telefonnummer noch E-Mail-Adresse für die Anmeldung wissen. Außerdem bietet Threema ein paar besondere Features. In Gruppenchats kann man Umfragen starten und so ganz leicht entscheiden, wo man sich zum Essen trifft oder welchen Film man im Kino schaut. Threema kostet etwa 3 Euro und ist sowohl für iOS als auch für Android erhältlich. Alle Textchats und Telefonate mit der Signal-App sind End-to-End verschlüsselt. Dazu ist die gesamte App Open Source und steht für jeden offen zur Verfügung. Mit Signal bekommt ihr also einen Messenger mit hoher Sicherheit, sonst bietet er allerdings nicht so viel. Fun Fact: Edward Snowden hat per Twitter mitgeteilt, auch ein Signal-Nutzer zu sein. Signal ist kostenlos für iOS und Android verfügbar. Ein weiterer Open-Source-Messenger ist Telegram, dessen Fokus der Datenschutz und die Sicherheit der Nutzer ist. Besondere Features sind zum einen Sticker, wie man sie aus iMessage kennt, zum anderen Bots, die von der Community entwickelt werden, die den Messenger um nützliche Funktionen erweitern. So können Umfragen in Gruppenchats erstellt oder Erinnerungen platziert werden. Selbst Spiele sind innerhalb der App spielbar. Telegram ist kostenlos für iOS und Android verfügbar. Wer einen Messenger für Smartphones, Tablets und Computer sucht, sollte sich Wire einmal anschauen. Mit ihm können verschlüsselt Texte, Fotos und Videos verschickt werden. Außerdem sind Einzel- und Gruppenanrufe über Voice-over-IP möglich. Das Teilen von Plattformen wie Soundcloud, Spotify und YouTube ist besonders einfach und die Chatverläufe können über mehrere Geräte synchronisiert werden. Laut Hersteller werden zudem keine Nutzerdaten gesammelt. Wire ist für alle gängigen Betriebssysteme erhältlich und kostet zwischen 4 und 6 Euro im Monat. Der Facebook Messenger ist die Alternative aus dem eigenen Haus. Deshalb ist eine Stärke des Messengers auch die Integration in das soziale Netzwerk Facebook. Die Desktop-Nutzung ist somit selbstverständlich und die Nutzerzahl enorm hoch. Wie genau Facebook es mit dem Datenschutz nimmt, ist fraglich, weshalb man hier sicherlich Abstriche machen wird. Der Facebook Messenger ist für iOS und Android erhältlich und kostenlos. Welchen Messenger nutzt ihr am meisten? Welche Features sind euch wichtig? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Abonniert den O2-Kanal, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Und den Klick auf die Glocke nicht vergessen.